Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Im Wald mit ganzem Schlüsselbein, ohne Platte mehr drin. Voll geil. Mit neuem Bike. Ich weiß noch nicht, ich habe so ein paar Aufbauvideos gemacht, aber habe noch keins davon hochgeladen. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ihr das gesehen habt. Es ist ein Mega Tower CC. Vielleicht kurz ein paar Worte dazu. Muss mich schon erklären, wieso ich jetzt schon wieder ein neues Bike habe oder zumindest einen neuen Rahmen. Mein Specialized Enduro hat an der Steuersatzschale einen Riss im Carbon und das wird von Specialized ausgetauscht. Wann ich den Austauschrahmen bekomme, weiß ich aber noch nicht. Und da wir im Juni nach Madeira fliegen, dachte ich, okay, ich hole mir jetzt einfach einen Rahmen, wenn ich mal günstig einen finde und baue den auf, gewöhne mich dann schon mal ans Bike und werde mit dem nach Madeira fliegen. Voll geil. Ist aber auch so ein echt geiles Bike. Also es kann gut sein, dass ich das Enduro danach verkaufe, also den Austauschrahmen. Und das Mega Tower behalte. Mal sehen. Genau, was gibt's sonst Neues? Feierabendrunde. Ich bin in Stuttgart, aber an einem Trail, den ihr eventuell noch nie oder schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habt. Ich hoffe, der steht noch. Also der Eingang sieht zumindest so aus. Aber ja, seid gespannt. Ich würde sagen, ich fahre einfach los. Let's go! So, jetzt aber ein bisschen Fail. Ich stand vorhin schon an dem Trail, allerdings war das nur so ein, ja, mehr so ein Transfer. Genau, ich glaube, das hier war der, den ich mich erinnert habe. Ein paar Sprünge. Nicht gut für mein Schlüsselbein. Oder vielleicht doch. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Also es fühlt sich echt gut an. Aber theoretisch sollte ich mindestens 5 Wochen Pause machen. Ah, das war's schon. Okay. Ja, ist nett. Ich hatte es länger in Erinnerung. Ich glaube, ich pedaliere nochmal schnell hoch. Machen wir den nochmal. Ich glaube, 1, 2 Sprünge habe ich sogar noch ausgelassen. Und dann geht's weiter. Hui, der ist witzig. Ja, nett. So Leute, ich bin am nächsten Trail. Den hier kennt ihr wahrscheinlich schon aus den Videos, beziehungsweise ich weiß noch nicht. Ich war gerade eben schon 2 Trails fahren, die aber echt nicht so geil waren, wie ich sie in Erinnerung hatte. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich die ins Video mit reinmache. Aber der hier ist echt cool, sofern er trocken ist. Da bin ich mal gespannt. Gerade unten ist das eigentlich mal ein ziemliches Matschloch und es hat die letzten Tage geregnet, bla bla bla. Let's go. So, auf den hier bin ich echt gespannt. Ich habe das Gefühl, ich bin den in letzter Zeit nur noch mit dem E-Bike gefahren. Gerade so. Hat noch ein bisschen mehr Speed gebraucht. Oh, aber meine Schulter ist noch nicht ganz da, wo sie sein sollte. Also gerade von der Kraft merke ich. War auch am Wochenende im Fitnessstudio und musste da ganz schön zurückstecken. Oh, der macht. Und die Kurve hier ist gefixt. Geil. Oh, vielen, vielen Dank, Trail Bauer Shaper. Wenn wir hier nicht zu tiefe Rillen reinfahren, wenn hier schon jemand ausbaut. Und den lassen wir auch. Das ist mir gerade too much für die Schulter. Oh, was macht Bock, ey. Ja, hat sich gelohnt, zu dem hier zu kommen, ey. Ich dachte, ich fahre den jetzt einmal und dann. Das ist ein Rehkitz. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Oh, wie geil. Gibt es doch eine Mutter zu? Oh Mann, ich habe Fahrradfahren so vermisst. Ist einfach die beste Sportart, ey. Versucht das Matschloch zu vermeiden, aber bin auch rein. Ja, der Trail bockt sich echt immer. Ich werde mal gucken, wie anstrengend der Uphill ohne E-Bike ist. Und vielleicht mache ich den sogar nochmal.
Ja, ich dachte mir, ich gebe kurz ein Zwischenfazit zum Megatower für die Leute, die es interessiert. Ich bin hart K.O., weil es echt Bock macht. Es ist bergab gar nicht so viel anders als mein Enduro. Ich habe das Gefühl, dass es bei technischen Sachen, wenn man währenddessen bremst, weniger stempelt. Da war das Enduro immer so ein bisschen, ja, es hat halt einfach gestempelt. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist zum Beispiel eine Sektion, da sind so Steine und man muss halt ziemlich runterbremsen, aber es sind auch echt größere Drops drin. Und das, da hier bleibt der Hinterbau relativ aktiv beim Bremsen. Soweit ich weiß, bestimmt die Performance von solchen Sachen der Anti-Rise-Wert, also je nachdem, ob sich das Fahrrad halt aufrichtet beim Bremsen, so bleibt oder sogar einsackt und so. Ich habe das Gefühl, dass das weniger einsackt als das Enduro. Aber ja, Downhill-Performance ähnlich. Was krass ist, ist die Uphill-Performance. Also es ist mit gleichen Teilen 500, über 500 Gramm leichter als mein Enduro. Ja, also einfach der Rahmen ist leichter. Und ich glaube, dass man das Gewicht so ein bisschen spürt, aber was man definitiv spürt, ist der steile Sitzwinkel. Und in Verbindung mit dem DVO-Dämpfer, den hatte ich zwar auch im Enduro, aber ja, hier merkt man es einfach noch mehr. Wenn man den lockt, ist der komplett hart und dann fährt sich das Ding wie ein Hardtail. Der Sitzwinkel ist übel steil und ja, tritt sich echt gut bergauf. Deswegen, ja, bin ich jetzt auch noch eine zweite Runde gefahren, auch wenn ich echt K.O. bin. Ihr seht, 15 Kilometer habe ich jetzt. Eigentlich nicht viel, aber wenn man jetzt halt 5 Wochen Pause hatte und davor fast nur E-Bike gefahren ist, bringt einen das schon ganz gut ins Schwitzen. Ja, jetzt geht es aber noch rüber zu ein bis zwei Trails drüben. Würde einfach sagen, wir sehen uns gleich. Leute, ich dachte, ich kann jetzt direkt reinfahren, aber habe vergessen, meinen Dämpfer am Anfang aufzumachen. Jetzt ist er offen, aber ich habe die Leine verkackt. So, perfektes Timing heute. Noch richtig schön hell hier. Oh Mann, der Trail macht Bock. Ich dachte, ich fahre ihn heute nur einmal, weil ich echt schon K.O. bin. Oh ne, das reicht immer noch nicht. Krass. Der ist echt tricky. Oh Mann, und das Bike macht schon wieder Bock, ey. Ich bin das letzte Mal hier mit dem Enduro gefahren und das war schon voll geil nach dem ganzen E-Bike-Gedudel. Aber ich muss sagen, das Megatower ist glaube ich noch ein Ticken geiler. Ja, ich glaube, das schreit nach einer zweiten Runde. Ach, schade. Oh, das ist aber nett. Wir sind doch gleich unten. Alles gut, danke. Servus.
So Leute, Sonne ist gerade untergegangen, 24 Kilometer, 600 Höhenmeter. Ich bin komplett durch, mir reicht es echt gut für heute. Aber hier ist jetzt noch so ein kleiner Jump Trail Line, die führt dann direkt zum Auto hin. Deswegen werde ich die noch mitnehmen. Ich hasse es, den einen da hinten blind zu springen. Der ändert sich zwar irgendwie nie wirklich oder hat sich zumindest in den letzten 2 Jahren oder so nicht verändert, aber ja, seid einfach blind und schon relativ groß und ja, eklig. Naja, machen wir das Beste draus. Yay! Geil, ey. Oh Mann, ich weiß nicht, was es bei Santa Cruz Bikes oder was es mit Santa Cruz Bikes auf sich hat, aber, oh Gott, ich glaube, ich muss nochmal hochschieben, das hat ganz so Bock gemacht. Ich hatte ja früher das Nomad Version 4, also schon 2 Versionen jetzt zurück. Und ich weiß noch, ich habe das Bike damals gekauft und mein Fortschritt auf dem Bike hat sofort so einen Sprung gemacht. Also ich weiß nicht, ich kann mir das nicht so richtig erklären. Irgendwie, das Specialized Enduro war auch ein Biest. Also es ging richtig gut bergab und so. Es hat aber, vielleicht ist es auch einfach New Bike Day und man traut sich dann mehr Sachen oder so, keine Ahnung, aber ich weiß noch genau, wie das Feeling auf dem Nomad war und deswegen habe ich auch das Mega Tower gekauft, relativ blind. Ich bin das nicht Probe gefahren, weil ich irgendwie so die Hoffnung hatte, nochmal dieses Erlebnis zu haben wie mit dem Nomad damals. Und lustigerweise ist es echt so. Also ja, ich werde nicht gesponsert von der Marke. Ich habe den Rahmen privat gekauft im Bikemarkt. Also ich habe nichts davon, wenn ich das sage. Irgendwie ist es wirklich geil. Ich habe auch damals das Enduro eigentlich nur gekauft, weil das dieses SWAT-Fach hatte und das Nomad V5, das gab es damals schon, war noch komplett 27,5 und ich wollte eigentlich unbedingt ein Mullet und ja, habe mich dann für Specialized Enduro entschieden und so und ich war happy mit dem Bike, also es ist mega, es hat echt Bock gemacht. Ich fände es jetzt auch nicht schlimm, das weiterzufahren und so, aber ja, irgendwie, man steigt auf das Biest und denkt sofort so, ja, mache ich, ja, ich ziehe mal hier ab und ja, ich nehme den Sprung noch mit, dann echt verrückt. Und also, ich war einmal am Montag fahren jetzt mit dem, nach der Schlüsselbein-OP, in Oberstenfeld ein bisschen. Das heißt, es ist meine erste so wirklich richtige Fahrt eigentlich und es ist Wahnsinn, also, saugeil. Yeah.